Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Minecraft planlos mit Würfelerde am Minecraft-Sonntag. Beim letzten Mal haben wir angefangen, hier die wunderschöne große Küche zu bauen. Und ich würde sagen, wir machen den Hausflügel hier mal fertig und gehen aufs Dach und machen da den Dachstuhl drauf, dass wir hier endlich mal die Sache abhaken können. Weil die Küche ist an sich soweit durch. Wir bräuchten hier vielleicht noch ein paar Küchenschränke, ein paar Kisten oder sowas. Aber ich will erstmal den Hausbau soweit abschließen, dass wir hier weitermachen können. Na? Also, ich würde sagen, wir gehen hoch. Dann nehmen wir uns die Axt, kloppen uns hier durch die Wand. So. Nehmen wir uns ein Stück Erde. Von mir aus auch zwei Stücken Erde. Dann nehmen wir nochmal runter. Durch unser wunderschönes Treppenhaus, was mega gut funktioniert, muss ich nebenbei bemerken. Zack, siehst du, fertig. Das wollte ich nämlich noch erledigt haben. So, dann Frage, was machen wir mit den Schornsteinen? Da hätte ich eventuell noch so ein paar Ideen. Also, wir können ja hier diese schrägen Dinger machen. Können wir die auch... Nee. Können wir die vielleicht auch so... Warum macht denn der die immer so rum? Ich hätte die gerne hier an der Wand. Auch wieder verkehrt. Nein. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da ist gerade ein... Aua! Hast du eine Macke oder was? Ich habe hier gerade zu tun. Spinnt ja wohl. Ja, was die sie mal denken. So, ich habe das Gefühl, wir brauchen Bauholz. Also ab das Ding. So, das Ding haben wir gerade nicht. Ist aber nicht schlimm. Nicht wahr, Schaf? Ja. Komm, du musst in die Küche. Das Inventar ist voll. Hör doch auf. Ach komm, den Knochen brauchen wir nicht. So, noch ein Schaf. Hallo. Hallo, Herr oder Frau Schaf. Ich habe das Gefühl, du musst mitkommen. So, Erde da. Ja, wenn nicht, lassen wir den Schornstein so. Ist das da okay? Ja. Hat natürlich den Vorteil, wenn wir das hier weggraben, dann kommt hier keiner hoch. Haha, cool, dann haben wir die Feinde schon mal in der Flucht geschlagen. Dann machen wir das hier noch weg und dann ist das supi. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal einen Schornstein. Dann müssen wir da nochmal rennen, oder? Okay, wir gehen hoch. So, ich wollte was probieren, hat leider nicht geklappt. Schade. So sei es. Wir können aber hier sowas machen. Guck mal, hier muss sowieso noch zugemacht werden. Und da auch. Dann können wir hier... Warum ist der verkehrt rum? Weil ich doof bin. So. Na, das geht doch. Und so. Dann führen wir den Schornstein hier weiter hoch. Und jetzt ist die Frage. Also hier kommt ja Dach. Ja? Oh. Wie hoch wollen wir den Schornstein machen? Nur wollen wir erstmal Dach bauen. Bin mir da gerade noch nicht so sicher. Wir könnten den auch ein bisschen verjüngen. Theoretisch. Wäre ja machbar. Nein, hier lassen wir die Dachkante rüber. Den Schornstein sparen wir aus. Genau. Nein! Au. Okay, wir müssen nochmal hoch. Ja, ja, ja. Leichte Startschwierigkeiten am Anfang. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, Treppe hoch und ab in die Küche. Wie kann er weg hier? So. Hier hoch. Und hier hoch. Hier hoch. Ich wieder hoch. So. Da. Und da. Oh, war das jetzt schlau? Hm. Ah doch, das passt schon.
Das war nicht schlau. Ach Mann, ey. Und nochmal hoch. Ja, ist halt schwierig, wenn du außer am Haus immer baust, dann, ja, passieren oft so Dinge. Oh, wir müssen was essen. Komm, wir drücken mal hier die ganzen Melonen weg. Dann ist das Inventar wieder ein bisschen befreiter davon. Die stammen noch aus der Exkursion, wo wir unfreiwillig zum Start-Spawn-Punkt gefallen sind, mehr oder weniger. Ja. So, wenn wir crouchen, können wir nicht fallen. So. Pass auf. So, dann bremsen wir hier den Qualm ein bisschen aus. Und dann bauen wir hier weiter. Genau. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie hoch das Dach hier wird, wenn wir die jetzt hier ranbauen. Aber ich glaube, so ist das schon ungefähr okay. Na, fehlt halt Qualm ohne Ende. Warte mal, wenn wir den hier rauskloppen, dann qualmt er wieder mächtig, oder? Ja. Wenn nicht, lassen wir hier zwei offen. Ich fand es eigentlich cool. Schade, dass sich das hier nicht rüberschiebt und dann rauskommt. Wird jetzt schon wieder dunkel? Sag doch mal an. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier das mit dem Dach gestalten. Ha, brauchen wir Akazienholz? Ach du Schande, was haben wir denn hier alles im... Wir müssen erstmal aufräumen hier. Das sieht ja wieder doll aus da. Problem ist, jetzt haben wir natürlich keinen Fahrplan wegen dem ganzen Dach und alles. Müssen wir uns den Dachstuhl neu erfinden quasi. Okay, können wir Kisten bauen? Ja. So. Wahlweise da und da. Ja, pass auf. Hier. Wir können was verfeuern. Wir haben auch von... Irgendwann haben wir doch bestimmt sehr viel. Ich nehme davon einfach mal die Hälfte und mache erstmal Fleisch. So, dann haben wir Krempel im Inventar, was weg muss. Wie zum Beispiel Pfeile. Und Blumen, die wir ohne brauchen. Fackeln. Oh, haben wir mehr, wie wir eigentlich tragen können. Das ist sehr gut. Ja, Wolle. Okay. Die kriegen wir auf jeden Fall alle. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Und dann gucken wir mal, ob wir da dachtechnisch irgendwas hinkriegen. Bin gespannt. Wird bestimmt cool aussehen. Und ich habe echt die ganze Zeit überlegt, Mensch, machen wir da noch eine zweite Etage drauf oder nicht? Oder haben wir überhaupt noch Dachsteine an Bord? Haben wir natürlich nicht. Ist ja klar. So, dann nehmen wir mit alles, was wir tragen können. So, besser das. Okay, Treppe hoch und mal gucken. So, up. Ja, ist doch was. Okay. Warte mal, wie viele Eichen haben wir noch dabei? 54. Jetzt nicht gerade nötig gewesen, aber ja, lassen wir wieder überstehen, wäre an sich nicht verkehrt. Spinne! Komm mal her. Hat die uns gekriegt, sag mal? Die spinnt doch. So. Okay. Wir haben hier die Mitte. Die Mitte ist schon mal gut. Bringt uns aber nicht viel, weil wir müssen ja an den Seiten anfangen. Wollen wir komm, wir nehmen Akazie. So, wir lassen das wieder überstehen.
Wie haben wir denn das da? Ja. Ja, bis da ist okay. Dann machen wir das gleich hier drüben. Oh, da bauen wir ganz knapp am Fenster vorbei. Das ist ja wieder elegant. So. Okay, wir bräuchten vielleicht von außen so eine Art Erdfahrstuhl, dass wir einen Anfang kriegen. Also runter. Au. Oder? Warte mal, da kriegen wir doch von hier unten so hin. Ach, verdammt. Das üben wir noch. Kriegen wir alles geregelt. So nämlich. Hey, wie cool. Okay, aber von hier drüben wird halt schwierig, weil hier haben wir übelst Klippe. So. Zack, zack, zack. Ach, toll. Dann bauen wir uns mal nach oben. Hallo? So. Reicht jetzt schon? Ja, eigentlich schon. Nein, nein, so. Noch. Echt belastend. Müssen wir da herumcrouchen? Na, mal gucken. Reicht vielleicht sogar schon. Na, wenn wir einen Anfang haben, dann geht es ja. Gucken wir mal. So, also wieder hoch. Hey, warte mal, hier unten ist Stein. Ich glaube, ich finde der Erde hübscher. Ja. Okay. Ne? Guck mal, dann werden wir uns schön hier dran das Dach ranbauen, was sehr breit wird, aber ist egal. Und ich glaube, die Dachteile, die wir haben, werden nicht reichen. Wir müssen noch mehr Schwarzeiche kloppen. Haben wir noch was im Inventar? Nö. Wir haben hier noch 64. Akazienstämme könnten vielleicht nicht reichen. Wir gucken mal. So, wir essen noch mal ein bisschen was. Dann sind die nicht nahrhaften Dinger auch endlich bald alle. Dann ist der Inventarplatz wieder frei. So, wir gehen hier. Oh, langsam, 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 langsam. So. Dann wenn wir hier lang crouchen, dann klappt das schon. Alle. Klasse. Inventory, wir nehmen das. So. Und da. Der Balken da weg. Na, wobei. Doch hier kommt eine Reihe hoch. Ne, könnten wir da anbauen. Wäre immer noch geschlossen. Okay, gucken wir mal, wie es aussieht, wenn wir dann soweit sind. Müssen wir hier drüben das gleiche machen. Wie immer hier vorsichtig rauf. So, vorsichtig, habe ich gesagt. Ja. Gott sei Dank ist die Haustür nicht so weit weg. Ja, aller Anfang ist schwer. Aber nachher zum Ende hin wird es leichter. So. Haben wir das hier bis auf Eck oder? Ja, wir müssen hier noch eben weiter rüber. Einmal überlappen, bitte. Aber einmal komplett, bitte. So, genau. Na, schon besser. Okay. Jetzt ist halt die Frage.
Machen wir das so? Da, also wenn die Balken hier rauslaufen, wäre eigentlich ganz cool, oder? Ich glaube schon. Dann können wir jetzt mal Dach aufpacken. So, wird es schon wieder dunkel? Nee, oh, was soll ich sagen. Hat so eine dunkle Atmosphäre hier, das Holz ist ja mal. Warte mal, wir fressen erstmal die ollen Melonen hier weg. So, die nächste Lage, die kommt da. Hier vorne. Zack. Ja, was machen wir denn da? Die machen wir da wieder hin, denn, ne? So, ja, genau. Okay. Da hatte ich gar kein Problem. Keine Ressourcen verschwendet. Das machen wir dann da. Der Schornstein ist dann genauso breit wie das Dach hier. Ist eigentlich eh ein weniger. Dann ist es immer noch zu breit. Ja. Hier kommen wir hauen die äußere Reihe weg hier. Müssen wir aber allerdings den hier auch nochmal wegmachen. Und theoretisch den hier auch. Oder? Warte mal. Nein, die können bleiben. Stimmt. Weil hier kommt die Wand. Apropos Wand. Akazienholz. Oder Eichenstamm. Hier wäre eigentlich perfekt, oder? So. Und den Akazie. Ich glaube, so kriegen wir das hin. Fenster? Haben wir da Bock drauf? Können wir die machen? Haben wir welche bei? Ja! Cool. Ist das gerade schlau? Weil dann kommt da das nächste. Ach komm, wir probieren einfach mal, wie das aussieht. Mal gucken. Theoretisch können wir hier auch ins Rind packen. Die können wir nicht. Das wäre dann wieder hässlich. Okay, dann nicht. Dann kommt da das. Nee, ist ja richtig. 1, 2, 3. Da ist Balken oder irgendwas. Uah. Müssen wir alles mit Bedacht bauen. Wir machen hier oben erstmal ein bisschen Licht. So, dann haben wir den Slot nämlich auch gleich wieder frei. Ja. Einmal nach da und einmal nach da. So. Genau. 1, 2, 3. Hier kommt ein Querbalken rein. Ja, das Fenster halt da oben, aber dann ist das so. Zwei, zack, zack. Dann kommt da das nächste Dachteil. Da das hier Dachboden wird, ziehen wir die Geschichte hier durch. Ja, machen wir hier mal Dichte. Wie wir denn hier rüberkommen, müssen wir mal gucken. Warte mal, hier sind wir schon auf eine Höhe, oder? Ja, geil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wird alles Dach. Okay. Hier können wir die Erde schon wieder rausnehmen.
paar Fackeln wären nicht schlecht. Ich sehe hier nämlich ja nichts. Da. Und da. Wie gesagt, das Dachboden ist aber eigentlich eine coole Etage hier am Schornstein direkt. Ja. Lassen wir das so. Machen wir das raus. Eigentlich kann das ja hier raus. Ja. So. Geil, dann laufen die Balken darüber. Und das da. Das wird ja nicht so hässlich. Glubig, hoffe ich. Wenn wir sehen, wir müssen jetzt hier rüber. Die Schippe brauchen wir gerade mal nicht. Oder wollen wir schnell schlafen gehen? Ich glaube, wenn es nicht dunkel ist, lässt sich das besser bauen, oder? So. Einmal Augen zu und durch. So. Und Treppe wieder hoch. Lalala. Kriegen wir aber alles. Glaube ich. Hier backen. Wie viele Treppen? Oh. Okay. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Dachteile bauen. Das reicht hinten und oben nicht. Die Spinne ist gerade runtergefallen. Die hat Fallschaden bekommen. Hahaha. So. Hatten wir die hier drüben schon weggehauen? Nee, ne? Wir sind hier ein drüber. Da sind wir noch zwei drüber. Wir müssten runter und die anderen holen. Dann könnten wir nämlich hier ordentlich weiterbauen. So. Spinne auf dem Dach. Verfatz dich da. Hau ab da. Spinnst du oder was? Alte Spinne. Komm her. Oh, bin runtergefallen. Hast Glück gehabt. Ja. Komm, wir gehen erstmal. Sind wir jetzt immer falsch rumgelaufen? Wir sammeln erstmal ein. Komm. Hier liegen nämlich noch wichtige Rohstoffe rum. Zack, zack. Und hier drüben müssen noch mehr liegen eigentlich. 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 Da oben. Nicht. Hä? Hey, der Enderman. Der alte Sack. So. Hä, wo sind denn die Teile hin? Die haben wir doch nicht alle eingesammelt, oder? Sind die jetzt alle weg? Hm. Naja, ist ja ein tolles Ding. Hallo Pferd, na Pferd, was los Pferd? Alles klar Pferd? Steine. Nee, wir fressen erstmal die Dinger hier auf. So, aber wieder ein Inventarplatz frei, das ist schön. Okay, ich wollte nämlich eigentlich hier nochmal ran. So ungefähr dachte ich mir das. Das wäre jetzt nicht wunderschön, aber. So geht das. Okay, wir machen mit dem Dach weiter. Schön, dann sind wir hier hochgekommen. Haha, haben wir uns über einen Schornstein hochgebaut. So, und das ist wieder alle. Können wir wieder reingehen? Klasse. Wir müssen den hier weghauen. Dass wir hier ranbauen können. Der kommt danach wieder dahin. Und der Schornstein muss noch höher. Der muss über den Dachkanten Dings raus. Also kommt nochmal eine Lage oben drauf. So. Naja, das wird doch was. Zack. Wir brauchen Schwarzeiche. Der Eingang in den Treppengang, Aufgang geht da lang. So. Oh, Tür ist ja noch offen. Zieht.
hoffe, wir haben noch Schwarzeiche. Ja, Gott sei Dank. So, Bretter. Machen wir mal so viel wie geht. Also zwei Stacks. Warte mal, reichen zwei? Na komm, egal, komm, wir machen alle. Vielleicht brauchen wir noch mehr davon irgendwann mal. Notfalls muss ich dann halt nochmal irgendwann Schwarzeiche holen. Ist ja wurscht. So, wir brauchen die Treppen. So, 264er müssten erstmal reichen, denke ich. Zack. Die legen wir uns mal gleich hier vorne rein. So, und hoch die Treppen. Hä, voll geil. Ja, jetzt kommen wir hier natürlich nicht hoch. Das ist jetzt... Ja. Ja. Clever. Okay. Warte mal. Zack. Zack. Noch mehr Erde, ja. Zack. Zack. Och, komm schon. So. Du, zack, zack. Und wieder davor, genau. Ja, nächste Lage. Jetzt können wir eigentlich zumachen. Theoretisch, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie sieht das hier aus. Läuft denn hier mit dem Dach? Mein Klobe? Nein. Man kann die doch so cool um die Ecke bauen. Wieso macht denn der das nicht? Oder hat die falsche Höhe gedrückt hier? Genau so, Mensch. Na, mach doch sofort. Okay, nächste Ebene. Wir brauchen nochmal Akazienholz. So. Dann ziehen wir hier mal durch. Geht wieder bis da. Und hier machen wir wieder das gleiche. Müssen wir leider das Dach aufmachen, aber hey. Okay, hier spielt das noch nicht mal eine Rolle. So. Können wir denn hier eigentlich auch machen? Können wir die hier rausnehmen? Die brauchen wir dann eh nicht. Gut, dann können wir hier sehr hoch und... Ja. Okay, bis hier reicht denn, oder? Hätte ich gesagt. Machen wir denn hier weiter? Bei den Schornsteinen bauen wir eh noch höher. Der muss ja über die Dachkante raus. Über den Fürst. So. Cool. Oh, hier oben? Ah, oh, hier oben müssen wir dann mal anders bauen. Okay. Hä, voll geil. Das macht gerade wieder übelst Spaß, den olle Dach hier zu erfinden. So. Okay, die liegen da unten, das ist mir aber egal. Hier hatten wir immer Akazie drin. So. So. Bis da ran? Genau. Hä, das hat er jetzt automatisch verbunden? Wieso kann er das jetzt mit immer denn doch? Ja, gut, mir sollte ja sein. Schippe haben wir nicht. Ist egal. Wir nehmen da die Erde raus und stecken die da wieder rein. So. Okay, jetzt macht er doch automatisch. Mir sollte recht sein. Haben wir noch einen ganzen Klotz davon? Ja, haben wir auch. Cool.
Dann stoppen wir den nach. Da, wobei, warte mal, hier ist überall Balkenkrempelzeugs. Wollen wir hier oben Balken drin legen? Wäre eigentlich optisch voll krass. Hört man mal hier. Ist egal, hier legen wir eh den Schornstein noch ein bisschen höher. Das könnten wir auch sofort machen. Da wir jetzt die abschließende Höhe von dem Ding wissen, können wir den so ein bisschen höher bauen schon. So, und hier habe ich mir gedacht, abschließend kommen hier nochmal halbe Blöcke drauf. Dann ist das Dach hier schon eingegliedert und soweit fertig. Und der Schornstein, der ist jetzt hier 2 hoch. Genau. Dann legen wir da jetzt nochmal was rum. Und zwar hätte ich hier gerne. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hier hin. Warte mal, wir machen das mal. So, dann fangen wir hier an. Wir müssen außen rum. Hilft alles nichts. Die Erde können wir wieder wegkloppen. Ist ja egal. Die reicht auch. Das ist schon mal sehr schön. Genau, dann haben wir den Schornstein oben nochmal schön verjüngt. Da kommt alles raus. Perfekt. Dann machen wir die Erde wieder weg. Jetzt haben wir da auf dem Dach so Krempel liegen, alles egal. So, man kann natürlich auch einfach so einen Schornstein bauen, machst du Stroh rein, Lagerfeuer oben drauf, kommt da Qualm raus, ne? Aber der kommt jetzt direkt bei uns unten vom Feuer. Wenn der Weihnachtsmann kommt, ne, der verbrennt sie ordentlich den Hintern. So, die. Okay, hier ist wieder Fanclub am Start, alles klar, verstehe. So, ja, eigentlich bräuchten wir hier oben Crafting Table. Können wir so ein Ding bauen? Ja, klar. Stell den mal dahin. Wir brauchen Schwarzeichenbretter. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwölf hier hoch. Den Rest können wir verheizen, was wir neben brauchen. So, Leute, Dach ist fertig. Ist ja Hammer. Voll geil. Tada! Mit Schornstein. So, die packen wir wieder ein oder nehmen wir nach Hause. Ja, wie kommen wir jetzt am besten da wieder hin? Hau ab da mit deinen ollen Pfeil und Bogen, du Typ. Lass mich in Ruhe. Daneben. Dann nehmen wir halt hier drüben runter. Mir sollte ja sein. Au. Und ganz schnell rin. So, ihr könnt mir alle mal gerne haben. Hier raucht und qualmt gewaltig. Wir gehen mal schnell schlafen und dann gucken wir mal, was da oben los ist. Vielleicht müssen wir den Dachboden balkentechnisch noch ein bisschen verschönern und ausbauen. Aber eigentlich hätten wir den ersten Seitenflügel fertig. Voll geil. So, was mit Essen? Haben wir noch was bei? Ja. Dann hau rein. Endlich wieder was Nahrhaftes. Kupfer. Verbrenn das. So. Ah ja, wir müssen hier hoch. Stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier eiert nur Erde rum. So. Da oben war noch Erde. Haben wir noch Eiche? Ja. So, stützt den Balken.
Stützt den Balken. Hier wird gestützt. Hey, cool. Dann haben wir hier oben nochmal so ein schönes kleines Zimmerchen. Oder was? Das ist doch was. Ich glaube, das ist cool. Ja. Gucken wir uns gleich von außen an. Jetzt ist nur die Frage. Fensterscheiben brauchen wir hier nicht. Lassen wir das hier offen? Wenn ja, was machen wir hier für eine Tür rein? Gucken wir mal. So Akazienholz können wir eigentlich gleich wieder nehmen dafür. Hätten wir ja nicht alles raushauen brauchen. So, dann komm, wir machen die Wand einfach mal dicht. So. Dann kann ja von mir aus hier eine Tür rein. Wenn wir denn noch was. Oh, ist alle. Echt krass. So. Ne, dann hätten wir hier einen Durchgang. Dann hätten wir hier quasi. Ja. Ja, kannst du nennen, wie du willst, aber. Gästezimmer, whatever. Wollen wir uns mal von draußen angucken? Ich glaube, ich finde das ja nicht so hässlich optisch. Wir gucken mal. Alleine die Anbindung mit dem Dach und so, das könnte... Ey! Du bist ja immer noch da. Hau ab jetzt. Ich habe da keine Zeit für dich. Verschwinde. Ach, lässt dir Nachbarn. Ey, wirklich, da machst du nichts. Ekelhaft. So. Oh. Ja, guck mal, wie sich das mit den Dachbalken da so eingliedert und alles. Ich finde das cool. Dem Fenstern da? Naja, sieht der rustikal aus. Ich könnte mir da oben vielleicht fast noch so einen Akazienstamm vorstellen. Ja. So, was haben wir noch, oder? Ja. Pass auf, ich zeig dir wo. Und zwar da. Ist die Erde jetzt hier despawned hier oder was? Da. Ein Ei. Hä, ne, seid mal ehrlich, sieht doch cool aus, oder nicht? Ist ja voll der Anbau. Oh, das muss ich sehen vom Dorf da drüben. Wie immer zum Steg. Oh, krass. Oh ja. Schippe, Schippe, Schippe haben wir. Ein bisschen Inventar haben wir auch noch. Sand. Ey. Oh, hier war Acker. Entschuldigung. Echt gerne Sand mitnehmen. Bevor wir hier absaufen. So. Ist da noch was? Da ist noch was. So, alles hierher schwemmt, bis auf das da. So, wir müssen nämlich Glas machen. So, kommen wir hier hoch. Wäre natürlich toll. Hallo? Teilnehmer? Mann, ey. Na, siehst du, geht doch. Na, Jungs, was ist los bei euch hier? Zeig mal her. Tada, ey, cool. Könnte fast noch ein bisschen breiter sein, aber ich bin da voll zufrieden mit. Das ist ja immer voll geil. So. Ist jetzt nur für jetzt, ne? Ist ja klar. Tada! Ey, voll cool. Finde ich voll schön.
Warum sind wir jetzt runtergefallen? Dann fliegen wir da halt einfach normal hoch. Also mit der Küche und dem Dachanbau hier. Hallo, du kannst dich doch voll sehen lassen. Das fing's jetzt schön. Ja. Also der Anbau ist geglückt. Definitiv. Cool. Sehr cool. Krass, wie tief das nach unten geht. Ey Leute, wir brauchen noch einen Keller. Und wie gesagt, hier drüben kommt ein Gewächshaus ran. Da, wo unser Garten ist. Wahrscheinlich auch in der gleichen Breite. Oder? Hätte ich gesagt, der Rest wäre Quatsch. Weil so sieht es doch optisch cool aus. Kann man doch so machen. Weil wir haben oben einen neuen Raum dazu gewonnen. Und so dachte ich mir das auf verschiedenen Ebenen der Dachte nachher so randrücken. Mir gefällt das so. Ja. Wir müssen nachher noch die Terrasse hier weiter ausbauen. Dafür müssten wir noch in Schneebiom ein paar Fichten holen. Okay. So. Haben wir das? Ich wollte mir nur mal angucken. Deswegen waren wir im Kreativmodus. Keine Angst, ich baue nicht in Kreativ. Ist eigentlich alles handcrafted. Da oben knöpert der Qualm aus dem Schornstein. In der Küche müsste noch viel mehr gebacken und gebraten werden. Aber wir haben ja auch nicht mehr so viel im Inventar. Warte mal, wir müssen was essen. Ein schöner Küchentisch wäre nicht schlecht. Warte mal. Haben wir da noch was? Ja. Ach Gott, das Inventar ist voll. Ach. Ja, zugemüllt mit Zeug hier. Das ist der Hammer, ey. So, ab in eine Kramkiste. Wir brauchen die Dinger nicht. Wir haben Kupfer. Ja, noch mehr Kupfer. Schon wieder Brennstoffalete. Dann gönn dir mal ein bisschen Akazie. Du kannst Sand brennen. Dann ist der nämlich auch weg. Okay. Crafting Table, den schmeißen wir hier mal mit rein. Samen haben wir schon wieder, wo auch immer die herkommen. So, daraus können wir neue Brote machen. Stecker, dann nehmen wir mal alle. So, haben wir wieder genug. Kupfer darüber, das Ei zum Ei. Die Kohle nehme ich gerne mal raus. Ja, der Rest ist Baumaterial. Was wir vielleicht noch brauchen. Ja. Apropos, das ist die Küche, Leute. Ehre. Einen Küchentisch wollten wir bauen. Genau. Da war das Inventar voll. Entschuldigt, ich bin wieder auf Kurs. Und zwar, wir haben hier das. Wir nehmen das mit. So. Dann brauchen wir das. Oh, wo war denn da? Fichtenfalltür. Ja, Fichte wäre halt geil. Fensterläden wären halt schön. Das wäre zu groß, oder? Ja, wobei, Sechse? Wir probieren mal was. Komm, wir gucken mal. Also, wir stellen... Küchentisch in der Mitte wäre halt krass. Aber das wäre zu fett, oder wenn wir die jetzt hier aufpacken? Ja, viel zu hoch. Ne, das ist hässlich. Mann, was hatte ich denn da immer? Gab es da nicht noch was anderes cooles? Was flaches? Hier ist halt ein Loch drin. Die ist geschlossen, ne? Probieren wir mal. Ja, guck mal, das ist ja ganz was anderes hier. Ein schöner Küchentresen, wo man dran arbeiten kann. Dann hätte ich sehr gerne jetzt hier einen Komposthaufen drin, weil wir haben jetzt eine Küche. Was ist das hier? Ein Schmelzofen. Was braucht der? Eisen! Der braucht so eine Fußbodenplatten. Okay, da kriegen wir hin.
So, ein Kompasshaufen. Von mir ist direkt daneben. Hier können wir jetzt nämlich so Sachen reinpacken, wie zum Beispiel Setzlinge und so Quark. Rohkupfer, Rohgold, Roheisen. Oje. Oje, oje, wird es schon wieder Nacht? Ich habe das Gefühl, es ist hier sehr dunkel. Obwohl hier eigentlich Feuer ist. Das werden wir jetzt so machen. Besser, oder? Ja. Das ist der größte freitragende Raum, den wir haben. Können wir hier mal schlafen. So, die schöne Fensterfront. Tada, der nächste Tag. Jo. Fichten. Oh, wir müssen unbedingt los in den ollen Wald und Fichten holen. Dann können wir coole Türen bauen. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Das sind coole Küchentüren. Wollen wir eine Küchentür bauen oder wollen wir die hier offen lassen? Wir könnten so eine Doppeltür bauen. Das wäre machbar. Wie viel haben wir denn davon doch? Von diesen Birkentüren? Oder nehmen wir Eichentüren? Jeweils eine. Naja, warte mal. Da kriegen wir doch was hin, oder? Türen, Türen da. Nochmal drei. So. Passt mir schon. Mal so als Küche. Ist doch voll cool. Hallo. Einmal Pommes, bitte. Danke. Wo haben wir einen Krempel? So was. Ich glaube, das können wir alles in den Kompost da reinwerfen, oder? Wir probieren mal, dann sind wir den Quatsch nämlich los. So, immer durchsortieren. Ja. Und voll. Geil. Knochenmehl. Mit Knochenmehl können wir nämlich Bäume wachsen lassen. Ja! So. Sehr schön. Und wir sind ja in so einem Klumpatsch aus dem Inventar los hier. Hier waren noch mehr Blumen. Theoretisch könnten wir sehr viel farmen und das alles reinwerfen. Was haben wir denn hier noch? Ja, wir nehmen die und wir nehmen das und das. Und wir stacken das und wir nehmen noch das. Und dann kommt das alles in die Wurst. Schön, die Setzlinge können wir damit nämlich verwerten. So, nochmal zweimal Knochenmehl. Geil. Sehr schön. So, Komposthaufen läuft, die Küche geht. Cool. Ja. So. Wollen wir anfangen, die Gewächshausgeschichte zu planen? Können wir eigentlich machen, oder? Wir sind hier 1, 2, 3, 4 vom ersten Balken weg. Machen wir so. Hm? 1, 2, 3, 4. Ab da. Also Schippe raus und buddel. Die Gewächshaus kann doch ruhig ein bisschen größer werden, oder? Von mir aus bis ran zur Brücke. Müssen wir mal gucken, wie wir das denn bautechnisch so realisieren, dass das cool ist. Haben wir noch Steine? Ausreichend. Ja, ja. So, Fundamentlegung geht los. Okay, okay. So, bis wo machen wir? Machen wir das ein bisschen größer? Ne, das lassen wir auch so, ne? Komm aus meinem Feld, Freundchen. Du hast dich nicht verloren. Alles erntereif? Jo. Na denn? Immer ran. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen auffüllen. Das ist aber nicht das Problem. Komm nochmal da weg, Mensch.
So. Genau. Aha, du hast es erfasst. Dann Steine. Streifenfundament ist wichtig, ja, für die Integrität. Okay. Hier muss sowieso Erde drin. Spinne, wo ist die Spinne? Verschwinde, Spinne. Keine Zeit für dich, Spinne. Hier unter der Brücke, wa? Da! Komm her! Aragorn! Tada! Gib mir dein Zeug, fertig. Ja, pass auf. Wir brauchen Eichenholz, ne? Nein! Na doch, brauchen wir. Wir könnten, aber... Oh, was wir noch sehr viel haben, ist Tropenholz, Leute. Ja. Wir könnten eventuell... Ah, das ist ein bisschen spannend, ich weiß. Also, rein eventuell könnten wir auch... Die Gewächshaus mit ihr schälten Tropenholz. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht? Haben wir so ein Ding noch bei? Nee. Oh. Doppelfackel ist Quatsch. So, Tür auf und rein und los. Da gucken wir mal, wie das aussieht. Tropenholz müssten wir ja haben. Ausreichend. Oh Gott, das ist so voll. Ah, wir müssen ausmisten hier. Das sieht ja doll aus. Raus. Raus. Das Glas erstmal raus. Brauchen wir nachher nochmal. Aber erstmal raus den ganzen Quark hier. Eieiei. Die Steine. Die Dachdinger. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Wir haben davon noch mehr. Dann da hoch und so. Steine generell sehr viel. Na, wobei, den Stack lassen wir mal hier. Erde haben wir sehr viel. Okay. So, den Stack können wir auch mal zusammenpacken. Was? Erde, grobe Erde. Willst du mich verarschen? Was sagt ihr mit grobe Erde, Mann? Wo kommt die denn jetzt her? Können wir die loswerden? Gute Nacht. So, die ist schon mal weg. Okay, dann ab durch die Tür in die Kiste. An die Kiste, durch die Kiste, zu der Kiste. Stroh. Wir haben nämlich geerntet. Oh, warte mal. Zack, zack. Das ist unsere Müllkiste hier. Guck mal, schon sieht das Inventar wieder viel ordentlicher aus. Hier sind noch Samen. Hä? Habt ihr das hier reingeworfen? Ja. So. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir Tropenholz. Wir stellen mal so einen Stamm hin und schälen den mal. Mal gucken, wie der aussieht. Ja, das geht klar. Den nehmen wir mit. Und dann bauen wir uns das Gewächshauskonstrukt. Jawohl. So, ist von außen begehbar. Da brauchen wir keine Tür, glaube ich, oder? Ich glaube, das wäre Quatsch. Holzen wir das dann nochmal weg hier? Ja, okay, dann machen wir das. Wenn du das sagst, wenn du sagst, ja, dann ja. So, nur für den Fall der Fälle, wegen der Optik, ne? Mann, ey. So. Und dann hauen wir die hier auch nochmal weg. Und dann ist die Axt auch gleich kaputt. So. Okay, Tropenholz. Das war jetzt nicht schlau. Hier sind noch Fackeln. So. Ja, doch, das könnte was werden. Wie machen wir da den Abstand? 1, 2, 3, 4. Kommt der denn her? War das unser Teststamm? Nee, kann sein. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, dann müssen wir noch eh weiter raus. Das ist aber kein Problem. Die Brücke kommt ja eh nochmal weg irgendwann. Die Bäume abschälen, das frisst aber ganz doll Haltbarkeit von der Axt. Hau mal ab, hier, Junge. Geh mir aus dem Weg. So, Steine. Und hier muss Erde hin. Jetzt haben wir den. Ach nee, jetzt haben wir die ganze Erde rausgehauen. Ha. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hab ich mir jetzt verzählt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir müssen noch eben weiter raus. Okay, wir müssen die Brücke weghacken. Und kaputt. Okay. Das ist das Zeichen, Leute. Wir gehen rein. Wir können ein bisschen Stein wegmeißeln. Dann wird es eh gleich dunkel. Wir kriegen wahrscheinlich auch gleich wieder auf den Sack von unseren lieben Nachbarn. Ja. Okay. So, hier müssen wir terraformen. Wir müssen Erde anhäufen. Ja, bis da unten runter kommen wir nicht mehr. Schade. So. Zack. Hallo. Wir haben aber noch Tropenholz, oder? Wir könnten eigentlich 1, 2, 3, 4 den Eckpfeiler setzen. Wenn wir denn das richtige Holz dafür hätten. Hautet hin. 1, 2, 3, 4. Ja. Schälen können wir halt nicht, aber wir können hier schon mal Fundamentsteine packen. So, und jetzt sehen wir ein Bett. Das wird mir sonst so gefährlich. Zu kunterbunt mit den ganzen Kumpels hier ringsrum. So, Abmarsch. Durch die Riesenhütte. Kannst du dir wohl verlaufen. Hier ist ein halber Palast. So. Einmal schlafen. Dann brauchen wir neues Werkzeug. Und Steine. Und Erde. Steine, Erde. Tropenholz bestimmt auch noch. Nehmen wir nochmal einen Stack voll mit. So. Dann, wir benötigen eine Schippe und eine Axt. So, wir sollten Frühstück essen. Schönes Hammelfleisch. Ist sehr nährstoffreich und gibt uns Kraft. Damit können wir bauen und so Sachen machen. Gucken wir mal. Sind hier wieder Typen? Nee, könnt ihr abhauen. Keine Zeit für euch, wir müssen hier so bauen. Du findest meinen Garten geil, sei ehrlich. Ja? Pfeif ab, ich muss hier bauen. Verschwinde, du hast keine Sicherheitsschuhe an, ich kann das nicht dulden. So. Ja? Kickst du doof, ist aber so. Das war falsch. Okay, ja, die Axt raus. Steine. Hier ist der nächste Eckpfeiler. Okay. Da unten ist ein Pferd. Ich dachte schon, was ist da los? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Das wird schön. Wir hätten auch Birke nehmen können. Birke ist auch sehr, sehr hell. Da hinten fehlt noch einer. Ist ja wieder frevelhaft. Okay, okay. Dann hier hinten noch hin. 1, 2, 3, 4. Zack. Typ, das wird ein Gewächshaus. Wie oft denn noch? Kannst abhauen. Ja. Sehr penetrant, der Mensch.
der Stack denn schon alle? Ne, wir haben noch einen, okay. Sehr schön. Tack. Ja, wie wollt ihr da auf den Ecken machen? Wir sehen auch noch nicht so genau. Habt ihr wieder überstehen lassen oder was? Aber dann haben wir hier mal eine andere Holzart verwendet. Ist auch mal sehr schön. Davon haben wir nämlich noch einen ganzen Sack voll. So, und abschälen. Jetzt ist nur die Frage, machen wir dicke Glasklumpen oder machen wir Glasscheiben? Ich würde hier an der Seite dünne Glasscheiben nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ha, Kekse doof, ich weiß. Ja, lass mal da rüber ragen. Aber dann ist der doch falsch hier. Ne, lassen wir hier eine Seite rüber stehen und dann passt das. Dann kommt hier nochmal einer rüber. Oh, da machen wir da keine rüber. Ne. Oder finde ich das so geil? Vielleicht lasse ich das doch so. Doch, ist okay. Wir machen das mal auf hübsch. So. Okay. Gut. Das ist schon mal das Grundgerüst für unser Gewächshaus. Ist nicht groß, aber ist cool. Müssen wir nur gucken, wie wir mit die Glasscheiben hier hinkommen. Darüber, darüber, darüber. Denn so... groß. Und wir kommen, glaube ich, nicht in andere Dach rein. Darüber, zack. 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 Nö, wir können hier einen Tropenholzstamm rausziehen. Der wird jetzt richtig schön groß freitragend. Ja, geil. Wir sind in eine Wasserpfütze. Toll. Hau doch mal ab jetzt aus meinen Garten hier. Ich will den nicht hauen, aber komm, verpfeif dich. Geh doch bitte... Ja, ich hab nichts gesehen. Guck mal, er dreht sich um, er weiß von nichts. Braves Pferd. Ja, wir werden sehr viel Glasklötze brauchen. Wir machen das nämlich aus Würfeln. Was wir mit den Fenstern denn da oben anstellen, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir die auch zu. Das können wir doch machen. Ja, das machen wir noch. So machen wir das. Wir machen das. Und die kommen weg. Haben wir Akazienholz? Ja. Zu. Und zu. Okay, hier kommt das Gewächshaus an der Seite ran. Die flanscht. Das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Voll geil. Dann haben wir hier einen schönen Wintergarten. Einen großen, na? Das wird super. Also hier kommen Glaswände rein. Und dann machen wir uns hier so dreieckig mit Würfeln ein Dach. Ist nicht wunderschön, aber ist, glaube ich, nicht anders lösbar, weil wir haben ja nur zwei verschiedene Möglichkeiten von Glas. Immer Würfel und immer Scheibe. Und dann nehme ich doch die... Das ist ja schon wieder ran. Die glatten Scheiben für die Seite und die Würfel für Dach. Das wird toll. Mal gucken, wie wir das bauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und renn ihr hauen.